Bettina, das Gespräch mit Jürgen Trittin überlasse ich jetzt gerne dir. Dankeschön, Klaus. Ja, Jürgen Trittin ist jetzt aus der Landesvertretung zu uns herausgekommen, damit jetzt auch die Möglichkeit, eine erste Stimme zu hören, nachdem Christian Lindner für die FDP den Ausstieg hier aus dieser Sondierung erklärt hat. Ja, Herr Trittin, Ihre erste Reaktion? Ja, wir waren, nachdem wir das heute Morgen erlebt haben, nicht wirklich überrascht. Aber wir waren dann schon, nachdem wir ja von heute Morgen bis fast Mitternacht verhandelt hatten und nochmal mit einem Angebot auf alle zugegangen sind, wo wir gesagt haben, wir machen eine ordentliche Regelung zu Klima, zu Familiennachzug, zur sachgrundlosen Befristung, also zum Arbeitsrecht. Aber wir sind auch bereit, mit der FDP zusammen den Soli komplett abzuschmelzen. Nicht in dieser Legislaturperiode, aber gesetzlich verbindlich festgeschrieben. Wir waren auch bereit, die Forderung der CSU nach einer Mütterrente mitzutragen. Da war eigentlich die Pressemitteilung der FDP schon gedruckt. Das heißt, für Sie kam das überraschend dann doch? Also es gab keine Anzeichen dafür, für diesen Schritt? Doch, die Anzeichen waren ja heute Morgen sehr deutlich. Die FDP hatte da schon versucht, die CDU und die CSU zu überreden, hier ein Ende dieser Sondierung herbeizuführen. Das haben beide verweigert. Und man muss fairerweise auch zum Schluss sagen, CDU und CSU haben bis zum Schluss daran festgehalten, dass eine Einigung möglich war. Das heißt, um das nochmal klar zu machen, Sie glauben, dass das am heutigen Tag dann schon eine kalkulierte Geschichte war von der FDP, also geplant an diesem Tag schon von vornherein? Ich glaube, dass der Vorsatz sehr weit entwickelt war und dass das deswegen tatsächlich eine sehr schwierige Situation für uns alle war, die den ganzen Tag über ernsthaft sich um Einigung bemüht haben. Ich habe noch mit der FDP, mit der CSU, mit der CDU versucht zusammenzubinden. Das Finanzpapier ist uns übrigens auch gelungen. Das hat gar nicht lange gedauert. Das heißt, nach dem anfänglich störrischen Auftakt des Tages hatte man den Eindruck, dass es vielleicht doch konstruktiv weitergehen könnte. Aber offensichtlich war das nicht der Fall. Erklären Sie uns kurz oder schildern Sie uns kurz, wie ist die Stimmung jetzt innen bei Ihnen, bei den Grünen insgesamt? Ist das so ein bisschen Schock, Verärgerung? Was überwiegt da? Ja, es ist schon auch ein Stück Verärgerung. Es war schon sehr interessant, wie als Herr Lindner seine Erklärung verlas, vor dem Bildschirm innen drin CDU und CSU und Grüne gemeinsam kopfschüttelnd standen, wie man dieses Land einfach so im Grunde genommen nach 4 Wochen ernsthafter Sondierungen in eine Situation bringen kann, die es ja nicht da gewesen ist. Wir haben jetzt keine gewählte Regierung und es wird möglicherweise sehr lange eine geschäftsführende Regierung nur geben. Jetzt stehen Union und Grüne zunächst mal allein. Kann man aus dieser Kombination jetzt irgendetwas machen? Es wurde gerade hier bei uns im Heute-Journal auch über eine mögliche Minderheitsregierung gesprochen. Wären Sie zu sowas bereit? Also es wird zurzeit viel spekuliert, aber ich glaube, dass das nicht viel hilft. Deutschland ist in Europa das wichtigste Land, politisch wie wirtschaftlich. Und dieses Land muss stabil regiert werden. Dafür bedarf es einer Mehrheit im Parlament. Und bekanntermaßen haben CDU und CSU und Grüne, selbst wenn sie sich, was schwierig ist, das haben wir ja gemerkt, aber selbst mit gutem Willen wäre es gegangen, an dieser Stelle auf eine Regierung einigen würden, hätten wir keine Mehrheit. Das heißt, Sie rechnen auch eher damit, dass man dann Neuwahlen versuchen muss, jedenfalls anzustreben? Wenn die komplette Politikverweigerung der SPD anhält, wüsste ich nicht, wo sonst eine Mehrheit herkommen soll. Das wäre nun der zunächst naheliegendste Schritt, dass man bei der SPD nochmal fragt. Werden auch Sie da mal vorfühlen? Ja, wir sind da ja aus dem Spiel heraus. SPD und CDU, CSU hätten eine Mehrheit. Aber ich habe zur Kenntnis zu nehmen, dass die SPD, die gerade in Niedersachsen eine große Koalition beschlossen hat, im Bund auf Fundamentalopposition macht, seit dann seit mit Sarah Wagenknecht. Naja, es gäbe auch noch eine Kenia-Koalition. Auch darauf könnte man jetzt noch kommen. Nur, wie gesagt, da wären die Grünen fünftes Rad am Wagen. Also würden wir nichts durchsetzen. Sowas machen wir nicht. Gut, das jedenfalls schließen Sie an dieser Stelle schon aus. Herr Trittin, vielleicht zum Schluss noch mal zur Einordnung dieser Situation. Sie haben darauf hingedeutet, wir haben keine richtige Regierung jetzt in Deutschland. Es wird lange eine Übergangsphase geben. Was bedeutet das auch etwa für Europa? Da wurde ja immer vorgewarnt vor diesem Signal. Ich glaube, dass wir uns jetzt alle, auch im Parlament, weil das wird nicht schnell gehen, darum bemühen müssen, die Stabilität, die wir an der Regierung nicht haben, so herzustellen, dass Deutschland im internationalen Kontext, im europäischen Kontext
handlungsfähig bleibt. Es wird am 6. Dezember ein Vorschlag der Kommission gehen, wie man Europa gerade gegen schwere ökonomische Schocks besser aufstellt. Hier ist es nun die Verantwortung, dafür zu sorgen, jeweils einzelne Mehrheiten in der Sache zu finden. Das ist eine neue Herausforderung für den Bundestag. Glauben Sie, dass Angela Merkel dabei bleibt oder wird sie daraus jetzt Konsequenzen ziehen? Die Frage kann nur Frau Merkel entscheiden. Ich will aber an dieser Stelle, ich habe mich mit ihr oft und über viele Fragen gestritten, ihr durchaus bescheinigen, dass sie sehr viel Arbeit da rein investiert hat, diese Koalition zustande zu bringen. Wenn man jetzt fragt, wer ist schuld? Christian Lindner hat vermieden, hat gesagt, er will ausdrücklich keine Schuldzuweisungen formulieren. Was sagen Sie? Ich halte auch nichts von Schulddebatten, weil es nicht um Moral geht. Aber man muss eben feststellen, es war die FDP, die vorbereitet rausgegangen ist. Dankeschön, Jürgen Trittin, für die erste Reaktion.